Moin und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Nerim. Beim letzten Mal haben wir ja erfolgreich die Elementarschmiede Beldur hinter uns gelassen. Und ich hatte ja gesagt, dass wir uns dann hier in Saarland wiedersehen, um von dort aus dann weiter Richtung Erotin zu gehen. Hier haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Hier den langen Weg, den direkten Weg oder einen Weg mit dem Umweg hier. Ich werde jetzt erstmal hier den direkten Weg einschlagen und würde sagen, dass wir dann eventuell... Ohohoho, da oben habe ich schon was gesehen, da. Das wäre dann wahrscheinlich der indirekte Weg. Ja, dass wir jetzt einfach erstmal, hier waren wir schon, hier weitergehen, hier war das mit der lustigen Kuh. Ja, einfach mal direkt auf dem kürzesten Weg nach Erotin und schauen, was hier noch so los ist. Abwasserkanäle des Turnierplatzes entdeckt. Okay. Ja, da ist auch noch irgendwas. Eine Siedlung. Also ich denke mal, den Weg und auch den anderen werden wir uns nochmal anschauen. Oder beziehungsweise auf jeden Fall anschauen. Emma, grüß dich. Hier noch irgendwas? Nö. Boah, man weiß ja nie, ne? Ist es hier? Uiuiui. Ich habe mehrere. Und Larara. Los, weg von mir. Jo. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Professionelle, ne? Steht ja nicht, dass ich das nicht nehmen darf. Ich guck vorsichtshalber trotzdem nochmal. Nee. Geil, hier ist ein Schmied. Ohohoho, ist das top. Wie ich das auch alles nehmen kann. Aber jetzt sind wir leider schon wieder zu schwer beladen. So ein Mist. Jetzt muss ich einmal hier... zurücklegen. Zweimal. So. Melte der Schmiedgesell. Die schärfsten Schwerter in ganz Nerim. Überzeugt euch selbst. Oha. Reparieren. Na gut, das können wir selber. Tauschhandel. Dunkelfeil. Aha. Feinstahlklemor. Langschwert. Feinstahl Zweihänder. Mhm. Joa, der nimmt uns bestimmt was ab. Der hat aber nur 100 Groschen. Und bei der Gelegenheit können wir gleich mal hier einmal mal wieder was reparieren. Jole, was der Schmied. Ihr kaufen? Das ist dann wahrscheinlich sein Meister. Der hat aber dasselbe. Dem können wir aber ein bisschen was verkaufen. Mal gucken. Ah, das wird er wahrscheinlich nicht machen. Ich gehe mal auf 85. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Der keine Laune oder was, Alter? Was ist mit ihm? Jetzt kauf mir den Scheiß ab. Denn halt nicht, ne? Die schärfsten. Gucken, ob der besser drauf ist. Boah, der hat ja noch schlechtere Laune.
Komm, jetzt machst du es aber, ne? Was? Nein, niemals. Ach komm, ich jetzt keinen Bock drauf. Das wollen die alles nicht. Scheiße. Ist jetzt einer gesehen hier? Muss ich doch wieder aufpassen, dem Scheiß hier. Von wegen nicht schmieden und so. Ah, ich würde das ja gerne machen, Leute, ne? Aber mir fällt gerade wieder ein. Wird nichts, weil, ja, weil ich halt zu schwer beladen bin und halt den Kram erstmal loswerden muss. Aha, was ist hier? Gildenhaus der Erotiner Bauernschaft. Was sind wir denn jetzt hier? Kurz vor Erotin. Kartoffelpflanzen. Ja. Stand jetzt nicht. Oha, da oben ist auch noch was. Oh, ist das schon wieder geil, Leute. Und da ist auch leider das Spiel abgestürzt. So, da war mir ja gerade das Spiel abgestürzt. Zum Glück hatte ich vorher noch mal gespeichert oder war ein Autosave. War es schon wieder zu schwer beladen? Oh Mann, ey, ich muss unbedingt Kram verkaufen. So. Ihr habt hier nichts zu suchen. Hilft denn niemand einem armen Bettler? Was? Was ihr hier? Wenn ihr nicht sofort abhaut, wird es ungemütlich für euch. Nein, Herr, bitte tut mir nichts. Alter, was Zeit, ist mit ich dir? Bin im Dienst. Was? Warum macht ihr denn sowas? Hinweis: Die Stadttore von Erotin werden um 8 Uhr morgens geöffnet. Sperrstunde ist um 8 Uhr abends. Reisende und Händler haben sich an diese Sperrzeiten zu halten. Wie spät ist das jetzt? Oh, 4 Stunden haben wir noch. Ey, brenn doch nicht weg. Komm, ich will dir was Gutes tun. Hey, hilft denn niemandem? Ja, was brauchst du denn? Ey, bleib stehen. Halt, ich wollte dir doch nur helfen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich vom Level schon ein bisschen besser wäre, dann hätte ich dem jetzt ein paar über den Schädel gezogen. Aber das kann ich euch schon sagen, den Kampf hätten wir verloren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh nee, da muss ich erst mal gucken. Nee, es zählt nicht. Boah, scheiße. Schon wieder zu schwer beladen. Ey, Leute, das bringt nichts. Wir müssen erst verkaufen. Und wir sind in Erotin, Leute. Guckt euch das an. Wie stark sieht das bitte aus? Keine Zeit, ich bin im... Die sind alle im Dienst. Damit macht man das Tor auf. Herod! Unsere Soldaten schaffen es einfach nicht, diese vermaledeite Nordstadt Kabae zu erobern. Kann denn das so schwer sein? Ein ganz gesetzestreuer. Oh, hier müssen wir wieder aufpassen. Hier ist wieder Magieverbot. Passierzeiten. Ja, dann geht wahrscheinlich die Schotte hier runter. Hier und da. Und dann war's das. Dann kommt man hier nicht mehr rein. Gefängnis. Nee, da will ich nicht rein. Verstärkte Tür. Ach, lol. So kann man das umgehen? Na, Leute, da müsst ihr aber noch mal ein bisschen arbeiten, ne? Das habt ihr aber nicht gut gesichert.
Oh, Leute, wie fantastisch denn? Oh, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. Das ist ja so geil hier gemacht. Oh, ist das cool. Ich freue mich mega auf Erotin. Hier sind überall Wachen. Also wenn wir hier eine Wache totschlagen. Ach nee, das wollte ich ja nicht mehr machen. So. Stur geradeaus, stur geradeaus, stur geradeaus. Nichts mehr aufsammeln, nichts mehr aufsammeln, nichts mehr aufsammeln. Erst verkaufen, erst verkaufen. Oh, herrlich. Kommandant der südlichen Turmwache. Keine Zeit, ich bin im Dienst. Der sieht irgendwie so ein bisschen angeschimmelt aus. Der hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, ne? Schandmaul. Das ist ja geil. Ich fass es nicht. Teleportierung, einzig gestattete Magie. Volk Erotins. Nach sorgfältiger Prüfung der Teleportzauber kann relativ sichergestellt werden, dass diese keinen nennenswerten Schaden anrichten können. Dennoch warnt der Kanzler Baratheon und der Kampfmagierorden davor und appelliert daran, sie mit Vorsicht anzuwenden. Aus diesem Grunde hat sich der Kampfmagierorden dazu entschieden, Teleportzauber nach Erotin der Allgemeinheit zugänglich zu machen, um Reisen und Handel in Erotin zu vereinfachen. Die Zauber können in der Zaubererhöhle am Stadttor Erotins erworben werden. Zum Schutze der Bevölkerung befindet sich das Teleportziel jedoch außerhalb der Stadtmauern, um einen Angriff mitten in unserer Stadt zu verhindern. Bei der Benutzung der Teleportzauber gilt folgendes Regelwerk. Benutzung der Teleportzauber innerhalb der Städte und Siedlungen ist weiter verboten. Die Zauber dürfen nur genutzt werden, wenn sich der Zauberer in der Wildnis befindet und unter Gefahr steht. Zauber, die den Wirker in Bereiche teleportieren, die nicht vom Reich geschützt werden, sind verboten. Beispiele Kabaed. Teleportzauber dürfen nicht ausgeführt werden. Bei Vollmond heil dem Kanzlerfest. Anwesenheit von Kindern, Anwesenheit von Greisen, Anwesenheit von Eterna, Schwangerschaft mit einer Ente auf dem Kopf. Was sind das für Regeln, Alter? Hä? Eternern ist es grundsätzlich verboten, Zauber jeder Art zu wirken. Zuwiderhandlungen werden mit Auspeitschungen auf öffentlichen Plätzen bestraft. Zuwiderhandlungen von Eternern werden laut Paragraph 19 Absatz 3 der Wachordnung mit dem Abtrennen einer oder mehrerer Gliedmaßen bestraft. Des Weiteren wird daran erinnert, dass die Kampfmagier aus Erotim im Gegensatz zu den Magiern vor den Stadttoren nicht gefürchtet werden müssen. Der Kanzler selbst wählt nur die edelsten und tapfersten Krieger aus, um mit Magie arbeiten zu dürfen. Diese edlen Paladine nutzen die Magie, um das Volk Erotins vor Magie zu schützen. Wir müssen den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen, um ihn besiegen zu können. Gegen die Plage des Magierpacks ist Magie die einzige Rettung. Ach du Scheiße, ey, das ist ja hier wieder was. Tür, ihrem Martinus Wagen. Okay. Spack gerade ein bisschen, merke ich schon wieder. Werden mal hier mit Vorsicht rumgehen. Was ist das? Höhenanlage der Magier. Keine Ahnung, ob ich da rein darf. Was steht ihr hier so? Ja, Servus, ne? Weiß ich nicht, was die da zu dritt machen. Fremdenviertel. Ach du Scheiße, ist das groß. Eine Taverne haben sie hier. Das? Juttas allerlei. Ja, da gehen wir mal rein. Servus, grüß dich. Was Jutta. Möchtet ihr kaufen? Jo, dann zeigt mal her. Um. Oh, die hat... Oh, oh, oh.
Ja. Waffen, das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie das nimmt. 220 hat die nur. Muss ich ein bisschen aufpassen. Mal gucken. Oh, das hat sie sogar. Hat sie sogar genommen. Ich gehe mal auf 90. Ah, das hat sie abgelehnt. Mal gucken. Hahaha, geil. Ja, so. Nur damit das ein bisschen schneller geht. Jetzt mal ein bisschen was. So, was nimmt die denn noch so? Ah ja, Bierchen. So, nimmt die auch das? Geselle ist ja immer besser, ne? Dann nehmen wir das weg. Lehrling weg. Lehrling weg. Und Lehrling weg. Geil, wir haben alles vom Gesellen jetzt. Richtig cool. Da können wir jetzt... da können wir jetzt richtig... coole Tränke herstellen. So. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir. Mehr wollte ich gar nicht. Wie sieht das jetzt aus? Oh ja, wieder ein bisschen entspannter jetzt. Die hat auch geile Sachen. Das mache ich aber dann ohne euch. Wie gesagt, mit dem Verkaufen. Denke ich mal, habe ich euch ja eigentlich jetzt schon oft genug gezeigt. Ich will euch damit ja auch nicht langweilen. Westlicher Hauptturm. Oh, ich glaube, da reicht schon wieder eine Folge nicht. Was machen die da für Übungen? Was ist das für ein Wagen? Braderiks Wagen oder Anton? Ich will keinen Ärger. Du, ich will auch keinen Ärger. Wenn du keinen machst, mache ich auch keinen. Bratricks Wagen, da können wir nicht rein. Der ist rot gekennzeichnet. Anschlag. Oh, und da ist schon wieder das Spiel abgestürzt. So, hier war mir ja leider das Spiel abgestürzt. Abenteurer gesucht. Ich suche junge, charmante und flexible Abenteurer mit Interesse an archäologischen Forschungen. Oha. Bei Interesse meldet euch bei Gervasius. Sein Haus findet ihr neben dem Gericht am Platz der Rechtschaffenheit. Das ist ja geil. Oh, das ist eine Quest. Quest hinzugefügt. Artefakte aus der Vergangenheit. Ich bin durch einen Aushang in Erotin auf den adligen Gervasius aufmerksam geworden. Er scheint auf der Suche nach einem Abenteurer mit archäologischem Interesse zu sein. Ich finde sein Haus auf dem Platz der Rechtschaffenheit in Erotin, neben dem Gericht. Das ist ja cool. Geil. Gucken wir hier gleich nochmal. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Ach ja, das war da oben. Sprechen wir die Madame noch an, Margarete. Ja, ja, die erzählen immer denselben Unfug hier. Die sind alle so ein bisschen verstrahlt. Ah ja, von hier bin ich reingekommen. Hier sitzt auch noch jemand. Bratrick. Ich könnte heulen. Unsere Soldaten schaffen das... Ja, dann müssen eure Soldaten wohl besser werden, ne? Oder ihr habt halt nicht das richtige Ziel. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Könnt ihr ja selber nochmal drüber nachdenken. Was ist das hier? Hinterhof? Das ist ja geil. Oh, Leute, da reichen, glaube ich, schon wieder eine Folge nicht, um das hier alles irgendwie zu erkunden. Nee, Tassen. Eisenfall. Den kann ich ja noch verkaufen. Oh, was ist das hier? Ist das eine Falle? Nee. Hört sich ja krass an. Boah, das kann ich gar nicht lesen. Das überstrahlt so extrem.
Baderin Regina? Baderin Regina scheint es vor Schreck die Sprache verschlagen zu haben. Konnte ich jetzt nicht lesen. Sie deutet auf irgendwas hin. Was ist los mit euch? Sie deutet weiter nur auf den Abfluss. Oha, hier noch Pflanzen. Wurde mir auch gerade was angezeigt. Ich guck das gleich mal. Irgendwas mit einer Quest, bin ich der Meinung. Schlüssel zur Reinlichkeit. Ich traf Baderin Regina, eine seltsame Frau. Sie scheint das Badehaus hier in Erotin zu führen. Dummerweise hat es ihr die Sprache verschlagen. So konnte ich nicht herausfinden, was los ist. Sie deutete immer nur entsetzt auf das Abflussgitter des Hinterhofs. Ob sie etwas verloren hat? Und warum steht sie vor ihrem Haus herum? Okay. Resel Waschweibs Haus. Oh, krass. Ey, Leute, wie viel gibt es denn hier? Der Münzbeutel? Hehler? Was? Hier ist, glaube ich, ein Misthaufen. Was ist das hier? Taverne zum einkehrenden Reisenden. Hinterhof. Ja, das müsste ich aufknacken, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das darf, ohne dass denn die Wachen kommen. Hier ist er, wer ist er? Targas Leibwache. Keine Zeit, ich bin im Dienst. Okay. Targa. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Das ist ein Lehrer, wie geil denn. Akrobatik und Schütze. Tauschhandel. Was? Gold-Saphir-Ring, oha. Krass. Bücher hat er? Telekinese, Rang 1. Weiß ich nicht. So, hört sich interessant an. Ich weiß jetzt nicht, was, sag ich jetzt mal, was das zu bedeuten hat. Ich gehe mal auf 82. Mal sehen, ob ich ihm das hier andrehen kann. Na, der abgelehnt. Gehe ich mal auf 78, mal gucken. Hat er auch abgelehnt. Kollege, jetzt reicht's aber langsam, ne? Gut, das haben wir weg. Geil, auch ein Händler, der alles Mögliche nimmt. Warum da jetzt Hehler stand? Ich weiß nicht. Nimmt der denn auch geklaute Sachen, oder wie muss ich das verstehen? Ist ja geil, nichts. Nachher muss ich da noch. Hä? Keine Zeit, ich bin. Ah, der hat immer gleich die Hand an der Waffe? Wieso das denn? Ja, da werde ich mal lieber nicht hochgehen. Nachher haut er mir noch einen über den Schädel. Oh, was gibt's hier alles zu entdecken? Das ist ja der Wahnsinn. Hier unten im Abfluss liegt ein Schlüssel. Die Frage ist, wie ich da herankomme. Vielleicht hat der Hehler etwas im Angebot? Ja, lol. Da liegt wirklich ein Schlüssel. Der Hehler, ja, der war ja hier. Ja, aber der hatte doch nichts, oder? Oder war das mit der Telekinese? Weil Telekinese ist ja immer sowas mit Gedanken und so. Ich guck noch mal, vielleicht ist da was beschrieben. Ach nee, das geht ja immer nicht. Es ist auch Rang 1, ne? Ich meine, ich bin jetzt schon fast Rang 4. Na gut, wir machen das mal. Vielleicht ist das ja. Mal gucken. So, mal sehen. T-
Telekinese. Muss ich erst erlernen. Dann wird mir das angezeigt, was ich damit machen kann. Ah, ich darf hier doch gar nicht zaubern, hä? Nee, es war bestimmt nicht richtig. 15 Fuß für 10 Sekunden an Ziel. Keine Ahnung, was soll mir das denn sagen? Ich probiere das mal aus. Okay. Jetzt wird mir das auf jeden Fall angezeigt. Das war vorher nicht. Passiert. Doch, der Schlüssel ist weg. Das war das. Was ist das? Ausgang, Erotin, Abwasserkanäle, südlicher Abfluss. Was? Alte Leute, wie viel gibt das hier denn zu gucken? Da brauche ich ja noch 5 Folgen, bis ich hier alles entdeckt habe. Okay, also mit Telekinese kann ich mir tatsächlich Sachen ranholen, die sonst nicht in Reichweite sind. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht kommen gleich die Wachen, weil ich ja hier Zauber benutzt habe. Mal gucken. Ich habe den Schlüssel doch geholt, denke ich. Hä? Der Schlüssel war doch weg. Hey, das raff ich jetzt nicht. Ah, der wird mir jetzt hier auch nicht angezeigt. Ach, jetzt liegt der da, der Schlüssel? Hä, wie ist das denn? Klappt das doch nicht mit der Telekinese? Ja, aber der wird mir doch jetzt orange angezeigt. Lila meine ich. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Boah, da muss ich nochmal irgendwie ausprobieren. Das muss man irgendwie so hochschleudern oder so. Schlüssel zur Reinlichkeit. Ich habe Reginas Schlüssel aus dem Abfluss gefischt. Da wird sie sich aber freuen. Ihr könnt gerne wiederkommen. Geil, das war's schon. Das ist ja der Knaller. 25 Gold hat die uns dafür gegeben. Das war ja einfach. Beteiligung am Badehaus dem Inventar hinzugefügt. Was hat das denn damit auf sich? Mit diesem Schreiben werden euch 25% am Gewinn des Badehauses in Erotin zugesprochen. Wichtig, lagert dieses Schreiben in eurem Konto bei der Bank in Erotin ein, um automatisch die Gewinne zu beziehen, die euch überwiesen werden. Was? Wie geil denn? Oh, das ist ja schon wieder der Hammer. Das macht ja schon so viel Spaß wieder. Herrlich, kann gar nicht aufhören. Ja, bitte, was kann ich für euch tun? Ich möchte ein Bad nehmen. Ach, hier kann man baden. Das ist ja geil. Und was bewirkt das denn, wenn man krank ist oder so, dass man sich heilen kann vielleicht? Das wird mir jetzt einfallen. Ja, den herzlichen Dank, Regina. Boah, das war ja eine geile Quest. Also wie gesagt, das mit der Telekinesis muss ich nochmal ausprobieren. Weil
Ich habe das nicht ganz begriffen, wie das dann funktioniert hat beim zweiten Mal. Irgendwie habe ich es ja geschafft, dass der Schlüssel dann nach oben gekommen ist. Aber wie genau ich das jetzt gemacht habe, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge wieder. Wir haben eine angemessene Zeit erreicht und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge hier in E-Routine. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade mal 5% entdeckt und freue mich einfach nur wahnsinnig hier auf die Stadt. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.